Und am Ende der Präsentation habe ich auch eine Einladung für euch, auch noch zusätzlich zu meiner Frage, noch eine Einladung. Gerne weiter. Also, Folgendes habe ich auf der Agenda. Eine Einleitung kommt jetzt gleich, dann noch Grundlegendes für unsere gemeinsame Arbeit. Dann werde ich ganz kurz zu mir was erzählen, eine kurze Vorstellung. Dann Punkt 3 sind die Learnings und dann zum Schluss eben eine Einladung zu einer 30-Tage-Challenge. Gerne weiter. Genau, in der heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit, wird dieses Wort Nachhaltigkeit hören wir aus allen Ecken und Kanten in jeder Branche. Und die Nachhaltigkeit bei mir in meiner Branche, in meiner Beratungsbranche, beginnt im Kleiderschrank. Denn erst wenn wir wissen, was in unseren Kleiderschränken sich befindet, können wir Outfits zusammenstellen und müssen nicht permanent einkaufen gehen und so Ressourcen zu verschwenden. Und dann im Nachhinein zu sehen, dieses Paar Schuhe hatte ich ja schon. Diese Bluse, so ähnlich, habe ich ja auch schon im Schrank hängen. Deswegen, die Nachhaltigkeit beginnt in unserem Kleiderschrank. Und das ist für mich ganz wichtig und essentiell, damit zu starten. Weiter gerne. Kurze Einladung dazu. Die 7 Tipps für mich auf einen Blick. Bevor ihr wirklich einkaufen geht, schaut in euren Schrank hinein, was hast du, was ist an Bestand da. Dann, wenn ihr dann euren eigenen Stil kennt, das ist ganz wichtig, um halt eben die Nachhaltigkeit zu leben, in euren Alltag hineinzubringen. Qualität statt Quantität. Secondhand ist zum Beispiel ein ganz großes Thema dieses Jahr. Oder halt für besondere Anlässe auch mal Kleidung auszuleihen. Wir müssen nicht immer permanent was kaufen. Heute habe ich mit einer Kundin gesprochen, es geht um ihre Hochzeit. Da musste ich dran denken, ich habe vor 16 Jahren geheiratet, ein wunderschönes Kleid. Es hängt jetzt in meinem Schrank. Ich wollte es damals kürzen lassen. Als Cocktailkleid habe ich nie machen lassen. Ich wüsste jetzt nicht in der heutigen Situation, in der aktuellen Zeit, ob ich es nochmal so ein opulentes Kleid kaufen würde. Ob ich da nicht eher ein Kleid leihen würde vielleicht. Oder halt eins mir schneidern lassen würde, dass ich dann zu anderen Anlässen auch noch tragen könnte. Also diese Dinge einfach so ein bisschen zu bedenken. Shoppen nur noch Lieblingsteile. Also wenn du einen Schuh oder eine Jacke, einen Mantel, eine Bluse, ein Kleid siehst und denkst dir, wow, das ist es, das muss ich sofort haben, schlaf eine Nacht drüber, könnte es dein Lieblingsteil werden im Schrank? Kannst du andere Dinge dazu kombinieren? Ist es mehrfach einsetzbar? Das sollte man bedenken. Nachhaltige Basics, dass wenn Basics gekauft werden, dass eben diese Qualität statt Quantität im Vorrang steht. Genau, und dann sorgfältiges Umgehen mit der Kleidung. Das fängt ja schon bei dem Waschen auch an, dass wie viel Schleuderumdrehung zum Beispiel, wenn ihr Oberbekleidung wascht, mal eine Frage, notiert euch das mal, ich frage euch dann am Ende dann dazu, wie viel Schleuderumdrehungen hat eure Waschmaschine, wenn ihr Oberbekleidung schleudert? Genau. Kurz gemerkt, aufnotiert und am Ende würde ich ganz gerne so ein bisschen erfahren, wie die Zahlen so sind. Genau, gerne weiter. Das Thema Secondhand habe ich zum Beispiel für mich dieses Jahr ganz groß auf meine Liste geschrieben. Ich werde dieses Jahr nur Secondhand kaufen, nur Secondhand. Und hier auf dem Bildschirm sind 5 Looks. Das ist alles Secondhand. Die Wollhose zum Beispiel, ganz links und ganz rechts außen, das ist eine Wollhose, die wäre beinahe in der Altkleidersammlung gelandet, wie auch der Blazer, der vorletzte, der schwarze Blazer. Genau, diese beiden Teile wären beinahe in der Altmüll-Container gelandet. Und meine Bekannte hat mich angerufen und meinte, du kannst nochmal drüber schauen, vielleicht ist da was dabei. Waren auch noch 2 schöne Wollröcke dabei gewesen und noch, der lilafarbene Blazer ist auch noch dabei gewesen. Genau, der Lederrock, der 2. und 4. Bild, das ist ein und derselbe Lederrock, den habe ich in einem Secondhand-Laden in Berlin dieses Jahr geshoppt. Ganz unkompliziert, ein wundervoll
toller Second-Hand-Laden. Ich bin schockverliebt gewesen, als ich den im Januar entdeckt habe. Und genau, habe ich den Lederrock, diese grüne Woll-Strickjacke geshoppt und ein Cape. Das wirst du dann nochmal am Ende der Präsentation sehen. Und das Kleid in der Mitte habe ich auch hier in München, in der Westenstraße, für 30 Euro. Keine Ahnung, von wem das ist, aber ich habe es total schön gefunden und dachte mir, das muss mit. Die weiße Bluse habe ich in Amsterdam gesehen, Secondhand. Also ich möchte einfach das Bewusstsein euch geben, dass Secondhand einfach auch tolle Kleidung haben kann. Weiter gerne. Oscar Wilde hat mal vor langer Zeit gesagt, das wahre Mysterium der Welt liegt im Sichtbaren und nicht im Unsichtbaren. Dazu habe ich auch einen Satz, den ich gern immer verwende. Kompetenz ist nicht sichtbar, aber dazu später dann mehr. Genau, das nächste bitte. So, jetzt die 7 Learnings, die wir dann durchgehen. Danach kommt dann meine kurze Vorstellung. Also, es geht um die Kleider-machen-Leute-Geschichte. Kleidung als Kommunikationsmittel, werde ich näher darauf eingehen, wie es unsere Selbstwahrnehmung bestimmt, wie es unser Unterbewusstsein auch manchmal manipuliert. Unsere Auswirkung, wie wirken wir denn, wenn wir auf die Bühne gehen? Wie wirken wir, wenn wir zu einem Date gehen? Wie wirken wir, wenn wir einen Geschäftspartner treffen, den wir noch nie vorher gesehen haben? Danach gehe ich auf die Farben ein, welche Farbtypen es gibt und was auch für Farben in der Businesswelt für Botschaften senden. Und da gibt es nämlich das ein oder andere, wo man sagt, lass ich mal lieber die Finger davon, weil es könnte in die Hose gehen oder ins Kleid. Punkt 4 spreche ich kurz die Schnitte und die Formen an, weil wir haben verschiedene Figurtypen und zu jeder Figurtyp, finde ich, kann man ein wunderschönes Styling kombinieren. Als 5. gehe ich die Basics an, denn Basics sind wahnsinnig wichtig. Wenn du qualitativ hochwertige Basics im Schrank hast und dann hast du dir ein Leben lang so ungefähr und kannst die mit Key Pieces schön kombinieren und hast dann ein ganz tolles Outfit. Die wichtigste Nebenrolle, manchmal unterschätzt, sind die Accessoires. Und der Punkt 7 ist der Punkt, der am allermeisten unterschätzt wird, ist der Schuh. Der kann wirklich Bombe sein, aber er kann auch alles vermasseln. Genau. Weiter bitte. So, jetzt kurz zu mir. Also, ich bin Bianca, bin 47 Jahre alt, komme aus der Nähe von Dresden und bin vor 1993 nach München gekommen, habe aber eine Schneiderausbildung mit 17 gemacht und danach habe ich die Hotelfachfrau-Lehre. Also du darfst, darfst einmal weitermachen, Maggie, bitte. Genau, danke schön. Genau, also Schneiderin, danach habe ich die Hotelfachfrau gelernt und dann kam ja die Wende und bin dann eben nach München gekommen und habe dort als Assistentin der Geschäftsführung bin ich da eingestiegen und habe da die Büroarbeiten, Organisation etc. so ein bisschen gelernt. Dann bin ich in den Verlag gekommen und zwar bei den Modezeitschriften Marie Claire. Und PM, Eltern for Family, habe da 7 Jahre lang gearbeitet und habe den Verkauf, den Vertrieb und das Marketing kennengelernt und natürlich die Modewelt durch die Marie Claire. Danach bin ich zur Cosmopolitan, habe da 1 Jahr gearbeitet für Joy, Shape, Celebrity und für Cosmopolitan, habe da auch nochmal ein bisschen die Modewelt, bin da nochmal tiefer eingestiegen und habe dann 2009 im November die Stilfrage gegründet. Und ein halbes Jahr später bin ich online gegangen und seit 2010 im Sommer sozusagen bin ich selbstständig als Personal Stylistin unterwegs und berate ganz gerne Frauen und auch Männer und Firmen, gebe Workshops und bin da wirklich sehr glücklich darüber, weil es mich einfach erfüllt, wenn Frauen, mehr Frauen natürlich als Männer, einfach mit glänzenden, glücklichen Augen
ja, sagen, wow, super, hätte ich nicht gedacht, toll, wie ich rüberkomme, was für Komplimente ich bekomme, gerade nach der Elternzeit. Das sind alles so die Themen, die mich dann so glücklich schätzen, dass meine Arbeit da wirklich ankommt. Und ja, genau. Ich bin verheiratet seit 16 Jahren und habe keine Kinder, dafür aber zwei wundervolle Katzen, und die mir das Leben jeden Tag versüßen hier im Homeoffice. Und genau, also so viel zu mir. Gerne weiter. Gehen wir Punkt 1 an. Kleider machen Leute. Kleidung ist ja das erste Kommunikationsmittel. Wir wirken nonverbal. Also wenn wir auf die Bühne gehen, wenn wir, ja, wenn wir eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, einen Geschäftspartner treffen oder einen Vortrag halten in einer Firma und genau den Raum betreten. Wir sprechen noch nicht, wir sind da. Und das ist diese nonverbale Wirkung. Und die ist zu 60%. Man möchte es nicht glauben, aber es ist einfach so, weil wir sehen zuerst und dann hören wir die Stimme, dann hören wir die Sprache und dann bekommen wir den Inhalt mit. Wenn du zum Beispiel eine Präsentation vorbereitest, hast eine Woche lang da wirklich wahnsinnig viel Arbeit hineingesteckt, dann ist der Vortrag für dich da, der Termin, du gehst auf die Bühne und hast die falsche Kleidung an. Alle hören gar nicht mehr zu, weil sie einfach sehen, dass du dich unwohl fühlst, dass du an deinem Kleid vielleicht rumzippelst, dass du deinen Rock nicht ganz wohl fühlst, dass vielleicht die Strumpfhose nicht ganz gut sitzt oder dass der Schuh zu hoch ist oder zu unbequem. Und das sind alles Signale, die deine Teilnehmer im Saal oder im Raum mitbekommen und sozusagen dann vom Inhalt abgelenkt werden. Und das wäre schade, weil du ja so viel Arbeit hineingesteckt hast. Deswegen, Kleider machen Leute. Es ist, bei vielen hört dann auch immer, Mensch, aber die inneren Werte zählen doch. Das stimmt, das ist alles in Ordnung. Ein guter Charakter ist das Wichtigste. Doch das Allererste, was wir sehen, ist die äußere Hülle und unser Unterbewusstsein. Das sind Millisekunden, werten das sozusagen. Und der erste Eindruck bekommt meistens dann keine zweite Chance. Deswegen, wenn ihr einen wichtigen Termin habt oder auch ein Date, wenn ihr euren Traumpartner treffen möchtet, bitte vorher überlegen, was ziehe ich an? Vielleicht noch meine Freundin zu Rate ziehen. Was würde sie dir empfehlen? Sind die Schuhe in Ordnung? Ist das Kleid in Ordnung? Passt es alles? Oder wenn ihr irgendwo hingeht, dann nehmt noch eine zweite Strumpfhose noch mit oder noch ein zweites Paar Schuhe. Genau, also das ist wirklich ganz wichtig, weil die Kleidung beeinflusst unsere Art, wie wir uns bewegen und wie wir uns auch, wie wir einfach gehen. Das ist leider kann ich das jetzt hier per Online nicht so vorführen. Das mache ich meistens in Live-Vorträgen, dass ich vorher einen größeren Blazer mir anziehe und ein bisschen die Schultern hängen lasse und anfange zu reden, und dann spüre ich schon, wie die Blicke mit Fragezeichen behaftet sind. Und währenddessen ich rede, ziehe ich diesen etwas größeren Blazer aus, ziehe dann meinen Blazer an, und man merkt, wie an dem Kopf oben, an dem Scheitel, wie ein kleiner imaginärer Faden mich nach oben zieht, meine Schultern nach hinten holt, und dann habe ich auf einmal ein ganz anderes Auftreten, eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist wichtig und das möchte ich mitgeben euch, dass ihr das euch immer bewusst seid. Gerne weiter. Da habe ich zwei Charts für euch vorbereitet, vorher, nachher, weil ich das auf Instagram auch immer ganz gerne poste und das Feedback bekomme, dass das sehr gut angenommen wird und auch ankommt, weil man einfach dieses Vorher, Nachher sieht. Das ist zum Beispiel links vier Bilder, ist eine Dame, die auch in der oberen Geschäftsebene arbeitet, und sie wollte einfach wir kompetenter und stärker auftreten. Wir sehen da vier Beispiele. Das vierte unten mit der lilafarbenen Bluse würde ich jetzt nicht empfehlen fürs Business. Das war aber eher was fürs private Umfeld gewesen. Aber sie fühlte sich wohl. Sie wollte jetzt nicht, dass das Gesicht gezeigt wird. Aber sie strahlte über beide Ohren. Wenn sie die Ohren nicht gehabt hätte, dann wäre es ein Rundumlächeln gewesen. Auf der rechten Seite, das war eine Dame, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend aus Ingolstadt, und
Genau, sie hatte schon im Vorfeld sich das alleine alles zu Hause bearbeitet gehabt. Sie rief bei mir an und frug mich, was eben noch so eine Online-Stilberatung, wie das so abläuft. Und dann habe ich das alles erzählt. Und sie meint, okay, sie will das mal alleine versuchen mit einem Buch, was sie da gekauft hatte. Und dann kam sie aber nicht mehr weiter und rief mich an. Und dann trafen wir uns hier in München und ich bin mit ihr dann shoppen gegangen. Wir haben natürlich vorher telefoniert, dass sie mir genau gesagt hat, wo sie arbeitet, was sie einfach reflektiert haben möchte. Und dann sind jetzt eben vier Outfits, die ich jetzt hier ausgewählt habe für die Präsentation für euch, die ich wirklich wunderschön finde. Und auf einmal merkte ich, wie Kleidung sie verändert hat, also im positiven Sinne. Ich finde, dieses Wort Veränderung hat immer was Positives mit sich, weil sie hat auf einmal, sie strahlte, sie hatte Selbstbewusstsein bekommen. Und das fand ich so. Ich fand es so mega, so irre, dass das, was ich da sozusagen mit ihr verändert haben konnte. Genau, gerne weiter. Das ist die Melanie. Sie ist noch recht jung, Mitte 30, hat drei Kinder, hat aber ein großes Unternehmen, was sie von ihren Eltern übernommen hat, was sie leitet und führt. Und sie hatte diese Looks zum Beispiel alle schon in ihrem Schrank. Nur trug sie sie nicht, weil sie nicht genau wusste, wie kann ich was kombinieren. Und wir sehen hier, wie viele schöne Sachen sie im Schrank hat. Und das ist dieses Bewusstsein, zu deinem eigenen Schrank zu haben, diese Nachhaltigkeit, die im Kleiderschrank beginnt. Genau, gerne weiter. Da haben wir es wieder, Kompetenz ist nicht sichtbar. Und das ist für mich wirklich wichtig, dass ihr das euch verinnerlicht. Wo gehe ich hin? Was erwarte ich an diesem Tag? Was erwarte ich von diesem Termin? Und wie möchte ich ganz gern wahrgenommen werden? Gerne weiter. Genau. Denn unsere Außenwirkung ist, also ich wiederhole mich bestimmt jetzt ganz oft, aber man kann es manchmal nicht oft genug sagen, dass ein sicheres und selbstbewussteres Auftreten auch Erfolg mit sich bringt. Wir sind dieses Thema Frauen in der Wirtschaft, Frauen im Business. Wir dürfen gerne Weiblichkeit auch reinbringen. Wir müssen nicht uns anziehen wie die Männer, wie unsere Kollegen. Ich hatte da auch im Mai letzten Jahres ein Interview in der Elternzeitschrift gehabt, um halt auch da dieses Bewusstsein zu geben. Wir dürfen auch Kleider. Weiblichkeit ist nicht gleich Sexiness. Wir dürfen ein Kleid, wir dürfen auch Absatzschuhe tragen oder auch mal die Haare hochstecken oder auch offen lassen oder mal einen Lippenstift tragen. Wir sind kompetent, wir haben unsere Expertisen, wir haben unser Fachwissen und durch die Unterstützung unserer Kleidung können wir auch ganz selbstbewusst auftreten und auch an uns glauben und zu uns stehen. Gerne weiter. Das sind sechs Grundregeln, die für mich sehr wichtig sind, die ich immer wieder weitergebe. Das ist die Modernität. Das heißt, was haben wir alles im Kleiderschrank drin? Wie viele Jahre ist das schon? Also hängt da vielleicht noch ein Bolero-Jäckchen von vor 20 Jahren oder T-Shirts, die schon so ein bisschen vom Material her so ein bisschen durch sind. Und genau, das ist halt einfach diese Modernität und der Zeitgeist. Manche Dinge sind vielleicht noch gut, aber die passen einfach nicht mehr jetzt in das jetzige Zeitalter. Ich sage dann manchmal, ein bisschen in der Zeitmaschine stecken geblieben, aber das kriegen wir wieder hin. Genau. Die Gepflegtheit ist ganz, ganz wichtig, weil unser Gegenüber nimmt uns wahr, ganz im Unterbewusstsein, wie sind die Fingernägel, wie sind unsere Haare, wie ist unsere Kleidung, wie ist das Material, wie hoch schleudern wir unsere Oberbekleidung. Heißt, wir machen unsere Kleidung auch ein bisschen kaputt, wir an wegen der Reibung. Und das sieht man dann eben auch. Die Wertigkeit, Qualität statt Quantität. Lieber etwas weniger kaufen, aber dafür hochwertigere Qualität dann eben auch kaufen. Und das ist auch wieder nachhaltig, ressourcenschonend. Wir haben dieses Teil längere Jahre im Schrank. Wohlgefühl. Viele sagen, ja, zieh doch an, was dir gefällt. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Zum einen bin ich dafür, aber zum anderen heißt nicht,
nur noch Jogginghose oder nur noch irgend so ein Sweatshirt oder nur noch irgendwelche bequemen Strickjacken. Also Wohlfühlen heißt, dass man einen guten eigenen Stil gefunden hat, wo man souverän wirkt, aber eben trotzdem halt nicht die Jogpant. Klarheit ist auch sehr wichtig, weniger ist mehr. Ich habe heute zum Beispiel mal kleine Ohrringe gewählt. Normalerweise, wenn ich eine große Brille trage, trage ich keine Ohrringe, dann eher lieber einen großen Ring oder vielleicht eine Uhr oder noch eine größere Kette, aber auch ganz wenig. Kontaktlinsen habe ich normalerweise auch, aber durch Corona konnte ich mir jetzt keine neuen anfertigen lassen. Genau, wenn ich nämlich dann Kontaktlinsen trage, trage ich lieber große Ohrringe, weil Brille, Ohrringe, Kette, dann vielleicht noch Uhr und Ring, das ist alles zu viel. Das lenkt dein Gegenüber ab. Wenn du einen Deal an Land ziehen möchtest, wenn du einen Auftrag möchtest, dann lieber weniger als mehr, weil das Gegenüber ist abgelenkt, ist dann irgendwo ein bisschen irritiert, verstört und kann dann auch gar nicht mehr folgen. Und genau, das ist halt das Thema mit der Klarheit. Die Angemessenheit ist auch sehr wichtig. Man sagt ja auch, kleide dich so für den Job, den du gerne haben möchtest. Und auch branchenabhängig, hierarchienabhängig. Ich würde jetzt einem Startup-Unternehmen, jungen Startup-Unternehmern nicht empfehlen, die vielleicht Skateboards oder irgendeine hippe App entwickeln, dass sie halt Anzüge tragen. Es muss immer auf Augenhöhe sein mit deinen Geschäftspartnern und eine traditionsreiche Bank, vielleicht da eher wieder was Gediegenes, einen schönen nachtblauen Anzug. Aber es kommt immer auf die Branche drauf an und welche Termine wir haben. Gerne weiter. Das Thema Farben. Genau. Also, die Farben haben eine wahnsinnige Kraft. Die versprühen die, und zwar Farben faszinieren, Farben machen das Leben lebendiger, machen es freundlicher und sie sind auch das Lächeln der Natur. Deswegen appelliere ich an euch alle, an die ganze Welt da draußen, viel mehr Farbe zu tragen, weil es ist einfach schon manchmal grau genug da draußen und die Themen, die jetzt gerade auch so rumschwirren, machen das Leben auch nicht einfacher. Deswegen finde ich, dass dann ein schönes blaues Kleid oder ein schönes rotes, gelbes, grünes Kleid einfach da so ein bisschen beschwingter unsere Tage auch macht. Gerne weiter. Genau, denn Farben senden nämlich Botschaften an unser Unterbewusstsein und das spüren wir gar nicht. Mir geht es so im Homeoffice, dass ich zum Beispiel gerne meinen Lippenstift auftrage. Dann geht es mir gut. Dann werde ich kreativ, dann ist alles in Ordnung. Dann denke ich mir, ja, ich habe mich für mich hübsch gemacht. Und dieser rote Lippenstift, der macht was mit mir. Das ist total, probiert es mal gerne aus. Ein Aufruf für morgen, fürs Homeoffice, für Freitag. Genau, oder auch wenn ihr Kopfschmerzen habt oder wenn es euch irgendwie nicht gut geht, versucht da mal ein schönes, farbiges Kleidungsstück zu tragen und ihr werdet sehen, was es mit euch macht. Gerne weiter. Unabhängig von den Farben, die wir jetzt auch in dem Privatleben tragen, senden natürlich die Farben auch wahnsinnig viele Botschaften. Da möchte ich ganz gerne euch eine kleine Anekdote erzählen, bevor ich darauf eingehe. Ich habe, ich glaube, das ist schon 12 Jahre her, hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Ich hatte ganz lange blonde Haare und habe ein pinkfarbenes Kleid getragen. Genau, es war in Nürnberg das Vorstellungsgespräch gewesen, es war ein Start-up und im Nachhinein sollte dann eine Housewarming-Party stattfinden. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du fährst mit dem Zug dahin, ziehst du dich gleich so an, wie es dann halt am Abend zur Housewarming-Party geht. Also war dann auch vorher am Tag zuvor beim Friseur gewesen, dass ich dann noch schön blond bin, meinen Ansatz gefärbt, habe dann schönes Make-up bekommen und mein pinkfarbenes Kleid. Ich bin dann dahin und hatte dieses Gespräch und währenddessen, da war ich also vor 12, 13 Jahren muss es gewesen sein, da war man noch nicht ganz so, wo man sagt, wenn einem irgendwas aufgefallen ist, dass man noch nicht auf den Tisch gehauen hat, sagt, irgendwas läuft hier schief. Ich habe das immer im Kopf signalisiert, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Also der Geschäftsführer oder der Inhaber, der Gründer
hat sozusagen, ich denke mal auch nicht mit Absicht, er hat halt ein blondes, eine blonde Frau vor sich gesehen mit einem pinkfarbenen Kleid und hat ja, weniger Urlaub, weniger Geld, ich habe einen eigenen Wagen, den können wir auch noch branden. Das sind alles so Themen gewesen, wo ich mir dachte, das war irgendwie, war das für mich, war das ungut gewesen. Bin nach Hause, brach in Tränen aus, weil ich einfach auch so wütend über mich war, weil ich halt nichts gesagt habe. Und am nächsten Morgen habe ich dann da angerufen und habe gesagt, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe diesen Termin reflektiert und habe mir dann auch gesagt, das muss dieses pinkfarbene Kleid gewesen sein, weil wir sehen da, pink-rosa steht für feminin, zart, harmlos, kindlich, süß, unschuldig. Und deswegen finde ich, wenn ihr wirklich einen wichtigen Deal habt, wenn ihr eine Gehaltserhöhung, ein Gehaltsverhandlungsgespräch führt, dann bitte kein pinkes, rosafarbenes Kleid. Wir sehen die Botschaften, die die Farben senden können. Weiß ist frisch, Leichtigkeit, Grau ist sachlich, ist seriös, Schwarz kreativ, die Stärke, Mystik, Distanz. Ist auch viel in der Kreativbranche zu sehen. Blau ist natürlich eine zu 99% die Lieblingsfarbe von allen Deutschen oder von vielen Menschen. Das ist natürlich Zuverlässigkeit, Loyalität, vertrauenswürdig. Das sind die Themen, die Blau signalisieren. Violett ist extravagant, selbstbewusst. Wir sehen da Gelb, Orange, Grün. Das sind dann die verschiedenen Assoziationen. Und Rot ist natürlich eine sehr ambivalente Farbe. Rot steht für Liebe, für Kraft, für Vitalität, kann aber auch für Hass und Gefahr und Angst stehen. Ich hatte eine Kundin gehabt, die kam leider nach ihrem Vortrag zu mir und meinte, dass da die Teilnehmer ein wenig zurückhaltend waren. Und dann frug ich sie, was sie getragen hat. Und sie meinte, dass es halt ein roter Blazer gewesen ist. Und das kann natürlich die Zuhörer ein bisschen diese Gefahr signalisiert haben. Oh, was passiert heute hier? Was kommt da gleich auf mich zu? Deswegen ist Rot mit Vorsicht zu handhaben. Genau. Aber was ich euch empfehlen kann, wo wirklich viele dann ins Schmunzeln kommen, wenn ihr ein wichtiges Thema habt, einen wichtigen Termin, zieht rote Unterwäsche an, aber bitte keine weiße oder keine beigefarbene Bluse drüber, dass man das natürlich nicht sieht, aber diese rote Farbe, die geht in euch, die stärkt euch und ihr geht da mit einem ganz anderen starken Gefühl in diesen Termin hinein und wuppt das Ganze. Probiert es mal aus und ich bin gespannt, was es mit euch macht. Gerne weiter. Maggie? Ich höre dich, es mag gerade nicht. Jetzt. Ach, jetzt sehe ich dich mal wieder. genau, welcher Farbtyp? Da habt ihr bestimmt schon gehört, dass es die Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die vier Jahreszeiten Mechanik gibt. Dem bin ich treu und danach berate ich auch. Das ist nach dem Herrn Johannes Itten. Das ist ein Künstler gewesen in den 20ern, auch, der gehört auch zum Bauhaus-Team dazu, was in Dessau da eben auch entstand. Genau, und er hat mit seinen Studenten dieses Vier-Jahreszeiten-Modell der Farbberatung ins Leben gerufen. In den 80er Jahren kam dann hinzu, weil wir können ja nicht nur in vier Schubladen gesteckt werden, und das liegt mir auch fern in meiner Beratung, wurden die Mischtypen sozusagen entwickelt. Es gibt drei verschiedene Hautpigmente, und zwar sind es die warmen, die kalten oder die neutralen. Und das wird in einer Farbberatung bei mir analysiert, und zwar mit Tageslicht, dass ich, und ungeschminkt muss dann derjenige sein oder diejenige, dass ich genau sehen kann, okay, wie sind denn die Hautpigmente? Wie sind die Zähne? Wie ist die Haarfarbe? Wie sind die Augen? Wie ist das Augenweiß? Wie ist die Augeniris? Und das sind alles die Aspekte, die zusammengehören, um dann zu schauen, steht demjenigen eher der warme Farbton oder eher der kalte Farbton? Und genau, und wenn es halt jemanden gibt, der halt ein Mischtyp ist,
Das kann man dann eben auch hier unten an dem Handgelenk erkennen, wie eben auch da auf dem Chart zu sehen ist, mit den Adern. Und genau, und dann geht es mit den Farbtüchern los. Und jedes Farbtuch, was ich unter den Kopf lege oder unter das Gesicht lege, muss mit deinem Gesicht sozusagen harmonieren. Ich bin jemand, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden, weil nichts ist schlimmer, als wenn man wirklich nach diesen Regeln in der Mode lebt. Weil Mode muss Spaß machen, Mode soll Spaß machen und einem auch Freude bereiten. Deswegen alles, was unterhalb vom Oberkörper ist, da bin ich ein bisschen, das können wir dann auch so handhaben. Also ich habe zum Beispiel ein Sommerfarbtyp mit einem kleinen bisschen Frühling drin, aber wirklich ganz minimal. Aber ich habe mir vor einigen Jahren einen senffarbenen Rock gekauft, weil ich diese Farbe einfach total mega fand. Und als Rock finde ich es in Ordnung, weil das ist weg vom Gesicht und oben eine Bluse, die wiederum mir steht, die wieder mein Teint strahlen lässt. Weil alles, was unter dem Gesicht ist, sollte wirklich optimal sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt was Schwarzes tragen würde, Schwarz kommt ins Gesicht hinein, wenn es einem nicht steht und setzt sich bei mir zum Beispiel hier, ich habe eine Nasolabialfalte, habe dann meine Augenringe und die Fältchen. Und diese Farbe Schwarz setzt sich dann in diese Fältchen rein und macht das Gesicht viel härter, als es eigentlich ist. Deswegen würde ich da empfehlen, ein schönes Nachtblau zu wählen, weil das ist einfach harmonischer und schmeichelnder zur Haut. Genau. Gerne weiter. Moment. Genau, da habe ich es einfach nochmal aufgebracht. Wir sehen beim Frühling und beim Herbst, das sind alles warme Farbtöne. Die sind eher gold- und gelbstichig. Das müsste man dann wirklich mal, oder das, wenn ihr dann zu Hause mal im Schrank euch mal nachschaut, bitte mit Tageslicht, dass ihr das mal auf euren Unterarm legt, euer Kleidungsstück, was in Farbe ist, und seht, harmoniert das mit eurer Unterarmhaut oder eher ist es eher, lässt es eher gelblich oder eher fahl und blass erscheinen? Und das sind so die wichtigen Punkte, die ich eben auch in der Farbberatung bespreche mit der Kundin, dass es wirklich verinnerlicht auch wird. Und die Sommer- und die Wintertöne, die Winterfarben und Sommerfarben sind alles Kaltfarben und die sind blaustichig. Da ist zum Beispiel, wenn man halt Cooper-Rose hätte oder eher so rosa, blaue Äderchen, das ist dann eher so dieses Signal, ich bin eher so ein kalter Farbtyp. Aber natürlich, um ganz genau zu sagen, welche Farben einem stehen, das macht eine Farbberatung und da ist man dann auch ganz wirklich sicher, was einem dann auch steht und was einem dann auch strahlen lässt dann. Gerne weiter. Bin ich noch im... Ja, genau. Das Chart, da hatte ich eigentlich erst eine Suche für meine vier Farbtypen gehabt bei dem vorhergehenden Chart. Und dann habe ich dieses fertige Chart gesehen und dachte mir, wow, Frauen verbinden. Das war für mich so, da dachte ich mir, das muss ich jetzt drinnen lassen, weil wir sehen hier die verschiedensten Frauen, die verschiedensten Farben, Haarfarben, Hautfarben, Figurtypen. Und das fand ich so, so prickelnd für mich, dass ich das Chart einfach drinnen lassen wollte, weil ich möchte damit auch signalisieren, es gibt die unterschiedlichsten Figuren, Farben, Frauentypen. Aber wir können alle strahlend durch die Welt laufen. Wir können alle mit unseren Reizen, mit unseren Körpern, mit unseren Charakteren, mit unseren verschiedenen Persönlichkeiten, können wir strahlend durch die Welt laufen. Wir müssen uns nicht irgendwie verstecken oder schämen, weil vielleicht der eine halt vielleicht zu viel Busen hat, die andere vielleicht zu viel Po hat oder zu klein ist, zu groß ist. Es gibt nichts Perfektes. Und das wäre auch langweilig. Deswegen dachte ich mir, das Chart muss ich drin lassen. Sehr gut. Gerne, genau. Von den Farben springen wir zu den Figuren. Ich arbeite mit sieben Körperproportionen, mit sieben Figurtypen. Und zwar sehen wir ja hier O, X, Y, I, X, S, A, H. Das heißt, O ist eher das rundlichere. X ist die fraulichste Figur, die Sanduhrenfigur, die mit der Taille.
Ich habe dann hier noch eine siebte Figur dazugenommen, und zwar ist das die XS. Das ist eine Dame, die eine langgezogene Taille hat. Da kommt mir gerade, wisst ihr denn eigentlich, wo eure Taille ist? Weil das ist auch Wahnsinn, dass es wirklich gar nicht so viele Frauen wissen, wo ihre eigene Taille ist. Frage ich am Ende auch nochmal. Genau. Und wir sehen jetzt zu den verschiedensten Körperproportionen, verschiedenste Figurtypen. Gibt es, zu jedem gibt es einen passenden, jede passende Hose, zu jedem gibt es ein passendes Kleid. Weil zum Beispiel bei einer A-Linie, bei der A-Figur, sind die Schultern ein wenig enger und ist wie so eine Birne nach unten. Um da das auszugleichen, es geht ja immer um Kaschieren und Kompensieren. Dann einfach vielleicht eine Bluse tragen, wo kleine Fältchen hier oben eingenäht sind, kleine Biesen. Oder ein Blazer, der halt einen schönen, der Schulterpolster drunter hat. Dass da einfach die Schulter rauskommt und da diese Sanduhr signalisiert wird. Deswegen gibt es für jede Figur ist für mich eine wunderschöne Figur und kann toll gestylt werden. Gerne weiter. Wir sehen hier, ich verrate es natürlich hier gleich mit der Taille, die ist ungefähr 2 bis 3 Zentimeter oberhalb des Bauchnabels. Sehr viele Röcke sitzen falsch, die liegen eher auf der Hüfte unten und dann kommt die Bluse drüber und das Ganze lässt einen kastig wirken. Das sind so Themen, geht zu Hause jetzt am Wochenende, nehmt euch Zeit dafür, Hashtag MeTime. Und schaut, was ihr im Schrank für Röcke habt. Wo sitzen die richtig? Was machen die mit einem, wenn die 3 Zentimeter höher sitzen? Oder eben auch hier weibliche Körperproportionen signalisieren mit einem Gürtel. Kommt aber auch wieder drauf an. Links habe ich zum Beispiel einen schmalen Gürtel und rechts einen breiten Gürtel. Einen breiten Gürtel empfehle ich nicht für jede Figur, weil da kann es natürlich auch wieder sein, dass es das alles wieder staucht. Und nur Busen vielleicht zu sehen ist. Also das ist wirklich sehr individuell zu betrachten und geht natürlich in der Stilberatung, wo man dann genau sagt, okay, ich messe den Körper aus. Wie sind die Beine im Vergleich zum Oberkörper? Sind die länger? Sind die kürzer? Was muss hier ausgeglichen werden, um da einfach eine Harmonie reinzubringen? Genau, gerne weiter. Springen wir zu den Basics, was ich erst gesprochen habe, Qualität statt Quantität. Wir können mit unseren Basics, die wir im Schrank haben, wahnsinnig viel anstellen. Bei dem Thema T-Shirt zum Beispiel sehe ich oft, dass es sehr dünne Materialien sind. Ich habe jetzt hier bei dem Bild 2 das T-Shirt. Ich bin ja gelernte Schneiderin. Das sind 220 Gramm pro Quadratmeter. Sagt jetzt vielleicht nichts, aber man merkt, das ist einfach stärker. Man sieht den BH nicht durch und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man das T-Shirt trägt. Und das buddelt oder waddelt nicht so schnell aus. Das hat einfach eine gewisse Stärke und nach 10 Mal Waschen ist es immer noch so, wie man es am ersten Tag gekauft hat. Basics, zum Beispiel einen guten Hosenanzug. Kommt natürlich darauf an, wenn man in einer Branche ist, wenn man in einer Branche arbeitet, wo man keinen Hosenanzug braucht, dann muss man das nicht unbedingt haben. Es ist immer ganz speziell, wie dein Leben, dein Kleiderschrank reflektieren sollte. Man sieht hier es bei mir, ich habe so einen himbeerfarbenen Hosenanzug. Man sieht es jetzt nicht, er hat hinten auf den Ellenbogen hat er braune Wildlederpatten drauf. Und das ist eine kleine ausgestellte Schlaghose mit Aufschlag. Also ihr seht, man muss nicht immer diesen konservativen, klassischen blau-schwarzen Hosenanzug tragen. Da gibt es wirklich die verschiedensten. Man muss halt gucken, dass es wirklich passt, weil einen guten Blazer zu finden, ist echt schwierig, das weiß ich. Daran arbeite ich immer wieder und schaue, wo ich was finden kann, um euch das auch dann mitzuteilen. Da sehen wir den senffarbenen gelben Rock, der eigentlich nichts, also der dürfte jetzt keinen Rollkragenpulli tragen, aber als Rock mit der Bluse dazwischen finde ich das in Ordnung. Genau. Da haben wir den Blazer, der auch eine schöne Schulterpartie macht, schön in der Mitte sitzt, wo der Knopf bei dem Bauchnabel ist, bei der Taille. Er hat einfach eine gute Straightness und lässt sich gut wirken. Also Basics sind Klassiker.
die gehören in jeden Schrank, aber sie müssen einfach qualitativ hochwertig sein. Nächstes bitte. Da haben wir die nächsten fünf Basics. Eine Stoffhose, das kleine Schwarze natürlich. Hatte ich jetzt kein Bild von mir. Dann ein Männerhemd, was ich sehr gerne in der Beratung mit anspreche und immer wieder sehr gerne angenommen wird, weil ein Männerhemd nochmal eine ganz andere Aussage hat. Das hat einen größeren Kragen. Hat einen größeren, steiferen Kragen, die Manschette. Kommt aber immer darauf an, in welcher Branche man arbeitet. Rollkragenpullover ist ganz wichtig, dass der im Kleiderschrank ist, weil der ist wirklich ein Feinstrick, Rollkragenpulli in welcher Farbe auch immer. Der ist zu jeder Stoffhose, zu jeder Jeanshose ist der kombinierbar und macht einfach einen klasse Look. Mantel ist auch wichtig, dass es ein guter Mantel ist, den wir längere Zeit im Schrank haben. Hashtag Nachhaltigkeit. Gerne weiter. Die wichtigste Nebenrolle, die Accessoires. Das ist, da habe ich jetzt hier mal vier aufnotiert, das ist eine Tasche. Bei mir da, wo ich noch diesen Pilzschnitt hatte, hatte ich dieses kleine Haarband obendrauf mit dieser Blume da, Ohrringe, Kette. Accessoires sind das i-Tüpfelchen, sind das Salz in der Suppe, können aber auch Macht- und Statussymbole signalisieren. Also wirklich darauf achten, ein Accessoire kann dein Outfit wirklich wow ausschauen lassen und gibt nochmal das gewisse Etwas. Genau. Mhm. Zu den Accessoires gehört natürlich auch eine Brille. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten Brillenformen, wie es auch die unterschiedlichsten Gesichtsformen gibt. Und ich habe jetzt mal hier vier für dich aufgeschrieben oder abgebildet, so rum, genau, um zu zeigen, eine Brille ist präsent, eine Brille ist da. Wenn wir dazu uns entscheiden, eine Brille zu tragen, dann dürfen wir sie auch ganz gern mit voller Stolz tragen. Man darf sie auch auffallen. Weil nichts ist schlimmer, als zu sagen, Gott, ich muss jetzt Brille tragen, ich möchte so wenig wie möglich Brille im Gesicht haben. Und dann kommt irgend so eine Rahmenlose, die wirklich ganz, ganz nicht so schön ausschaut und dich dann einfach auch nicht so interessant wirken lässt. Eine Brille kann wirklich deine Persönlichkeit unterstreichen. Kommt natürlich auch auf den Charakter drauf an und wie viel du bereit bist, da an Persönlichkeit zu zeigen. Genau, wir haben hier die Weltoffene, habe ich sie genannt, die ich heute aufhabe, der Nerd, der alles verändern möchte. Meine andere, das ist ein bisschen kleiner, so eine Champagnerfarbe aus Metall, ist keine Langweilerin. Und die vierte die möchte ganz gerne ihren Horizont erweitern. Genau, also wir haben hier, die Brille ist nicht nur eine Sehhilfe, sondern das einflussreichste Accessoire mit, was wir auch haben. Gerne weiter. Und das allerwichtigste ist der Schuh. Denn der kann wirklich dein Outfit richtig mega ausschauen lassen oder, wie ich am Anfang gesagt habe, es kann auch alles vermasseln. Es muss nicht, wie ich jetzt hier abgebildet habe, unbedingt die High-Heel-Stiefelette sein oder der Blockabsatz mit 10 cm Absatz oder unbedingt der Schnürstiefel. Viele möchten auch keinen Sneaker. Aber ich finde, dass es für jeden Schuh oder für jeden Fuß den guten Schuh gibt. Natürlich, wenn man da so eine Einschränkung hat, wenn da so die Füße nicht ganz so optimal sind, ist es natürlich schwieriger, aber jeden Fall kann ich lösen und wir kriegen das hin. Also da mache ich mir keine Sorgen. Genau, nur dass es eben für euch wirklich bewusst ist, der Schuh muss geputzt sein, ein gutes Leder. Also muss einfach ein toller Schuh sein, weil der kann alles upgraden. Gerne weiter. Let's work together. Was ich anbiete, Farbberatung, Stilberatung, Kleiderschrankcheck, Personal Shopping oder eben auch Business Workshops. Farbberatung haben wir durchgesprochen.
kleine Farbunterschiede, große Wirkung, Stilberatung, was steht dir eigentlich? Bist du eher der 70s mit den Schlaghosen oder magst du es eher klassisch zurückhaltend oder ein bisschen rockiger mit Lederjacke? Es gibt die verschiedensten Stilrichtungen, die wir gemeinsam herausfinden können und wo du dann einfach auch glücklich bist, dass dann der Kleiderschrank wirklich das widerspiegelt, was du bist, was du im Inneren bist. Und genau, es fällt mir gerade ein, dass das Äußere oder dein Inneres mit dem Äußeren zusammenpasst. Genau. Personal Shopping macht dein Shopping-Erlebnis zum Aha-Erlebnis, denn ich sortiere sozusagen vor und wenn du kommst, dann ist alles schon mal da. Gerne weiter. Natürlich im Zeitalter von Corona bin ich ganz happy, dass ich 2019 bereits mit den Online-Stilberatungen angefangen habe. Wir sehen jetzt hier auf dem mittleren Bild ist die liebe Sun Rai. Sie ist Bestseller-Autorin und Mindset-Coach. Sie hat mir ein wundervolles Video, ein Referenzvideo gegeben nach der Stilberatung, nach der Online-Stilberatung, weil sie leider einige Kilometer von mir entfernt wohnt. Und dieses Video kannst du dir gerne auf meiner Homepage bei den Kundenstimmen angucken. Das sind 6 Minuten 27 Sekunden, die aber richtig super sind und das alles auf den Punkt bringt, was eine Online-Stilberatung ausmacht und wie sie auch abläuft. Genau, gerne weiter. Es kommen 3 Kundenmeinungen. Kira hatte vor, ich glaube, 3-4 Jahren meine Arbeit in Anspruch genommen, gerade nach der Elternzeit. Nach den Kindern, nach den 2 Schwangerschaften, mit Gründung der Firma etc. pp. Hat, dass sie eben Glück hatte, 3 tolle Tage mit mir zu bekommen und zu haben. Und genau, lieben Dank dir auch dafür, Kira. Gerne weiter. Die liebe Annika hatte mich vor 2 oder 3 Jahren gebeten, zu ihr zu kommen, den Kleiderschrank zu checken. Sie ist auch Gründerin, Expertin für Teambuilding im Lego Serious Play. Und ihr war es halt sicher wichtig, wie kann sie sicher und gut auftreten, wie kann sie Kunden akquirieren, wie kann sie mit ihrer Kleidung Kunden oder Erfolg auch anziehen. Genau. Mhm. Und das ist die Kerstin aus Stuttgart. Das ist eine Familien- und Lifestyle-Bloggerin. Auch eine ganz eine bezaubernde junge Frau. Und bei ihr war ich im Kleiderschrank gewesen. Vorher war sie bei mir, hat Stilberatung und Farbberatung in Anspruch genommen und ist da auch ganz happy darüber. Mhm. Good things take time. Also es geht nichts von jetzt auf gleich. Es ist ein Prozess, der gestartet wird. Ganz oft bekomme ich gerade eben in der aktuellen Zeit mit den Online-Stilberatungen, wenn ich sage, ich brauche von dir eine Beschreibung von dir. Wer bist du? Warum willst du das? Was möchtest du? Wo willst du hin? Was liebst du für Musik, Bücher, Autorin? Was hast du für Stilikonen? Und da höre ich ganz oft, boah, diese E-Mail zu schreiben, das ist schon echt Wahnsinn gewesen. Das war ja schon so eine Reise mit mir. Der Prozess, der startete damit. Und das, so geht es eben. Der Prozess startet damit und danach zoomen wir oder eben auch hier live und in Farbe in München. Aber es braucht einfach Zeit und es geht nichts zu überstürzen. Deswegen, good things take time. Gern weiter. Jetzt nehme ich kurz einen Schluck Wasser, vielleicht ihr auch. Alle, ihr müsst ja nicht reden. Oh nein, oh nein. Jetzt ruft auch noch meine Family an. Oh Gott. Jetzt trinke ich noch einen Schluck. So. Genau, vielleicht hat der ein oder andere, hat es ja schon mitbekommen, dass ich ab 1. März eine Challenge ins Leben gerufen habe. Meine allererste Challenge. Ich habe noch nie eine Challenge vorher gemacht auf Instagram. Aber unabhängig von Instagram kann natürlich jeder mitmachen. Genau. Und zwar Nachhaltigkeit beginnt im Kleiderschrank. So haben wir ja auch gestartet hier den Abend. Und es geht darum, 30 Teile, also wir haben noch Freitag, Samstag, Sonntag.
wo du 30 Teile aus deinem Schrank rausnehmen kannst. Also du musst es nicht aussortieren, wegschmeißen etc. Es geht wirklich nur, dass du deinen Schrank dir anschaust, 30 Teile rausnimmst, 5 Oberteile, 5 Hosen oder wenn du keine Hosen trägst, 5 Kleider, 5 Röcke, 5 Schuhe, einen Mantel. Also das müssen 30 Teile sein. Außer Unterwäsche und keine Socken und auch keine Sportsachen und keine Reitsachen, keine Nachtwäsche, das auch nicht. Genau, und da möchte ich ganz gern, dass ihr dann mit diesen 30 Teilen einen Monat lang 30 Outfits stylt, kombiniert. Und das ist für mich wichtig, und zwar möchte ich ganz gern wissen, wie euer Bewusstsein nach diesem einen Monat ist zu eurem Kleiderschrank. Wie viel Kleidung ist wichtig? Wie viel Kleidung muss man haben, um glücklich zu sein, um jeden Tag gut gestylt durchs Leben zu laufen? Das ist so mein Anliegen, worum es in diesen 30 Tagen geht. Denn wir sehen, 60% der Deutschen geben an, dass sie zu viel Kleidung besitzen. Viele von uns fühlen sich nach dem Shoppen einfach total fertig, ausgelaugt, müde, weil sie nichts bekommen haben, weil die Verkäuferin wieder irgendwie falsch beraten haben, wieder Fehlkäufe in der Tasche gelandet sind. Genau, und das sind auch 80%, die ja dann auch im Kleiderschrank hängen, die auch nicht getragen werden, was natürlich wieder nicht nachhaltig ist, wo wieder Ressourcen dafür verschwendet worden sind. Und einige bleiben eben sogar auch ungetragen. Deswegen möchte ich dich eben einladen, deine Capsule Wardrobe für März mal zu starten und zu schauen, ja, was es da mit dir macht. Also da, ich kann natürlich jetzt hier nicht verlinken, aber auf meinem Blog, wenn du da gehst, auf der Home-Seite ist ein Link zu einem Artikel, wo ich das nochmal alles so ein bisschen aufdrösel, wie das abläuft. Du musst, wie gesagt, nicht auf Instagram sein, du kannst es gerne für dich machen, um ja einfach deinen Schrank näher kennenzulernen. Mhm. Vielen lieben Dank für unsere gemeinsame Zeit hier. Du findest mich natürlich auf meinem Blog stilfrage.net. Du findest mich hier in München oder eben auch online. Wenn du Fragen hast, meine E-Mail, meine Telefonnummer auf Instagram, gerne melde dich an meinen Newsletter an, weil ich habe auch ein E-Book, und zwar die 7 Regeln für die Business-Garderobe, worauf es ankommt, kann ich dir gerne zukommen lassen. Und genau, also ich sage jetzt mal ganz, ganz lieben Dank. Ich habe jetzt niemanden von euch hier gesehen, außer Maggie.